600.000 haben wir aus der Abstellkammer der Sozialhilfe geholt und haben gesagt, nein, ihr seid nicht Abstellkammer, ihr seid arbeitslos. Wir wollen dafür sorgen, dass sie wieder in Arbeit kommen. Hoch umstritten und nicht von allen dotiert. Aber es war das Bemühen und es war der Versuch zu sagen, wir wollen möglichst wenig Menschen abstempeln als Nichtbrauchbar. Derjenige, der 3 Stunden am Tag arbeiten kann, soll eine Chance haben, ins Erwerbsleben hineinzufinden, auch wenn es schwer ist. Auch das ist aus meiner Sicht, liebe Genossinnen und Genossen, eine Frage der Würde des Menschen. Deshalb, ich habe ein gutes Gewissen bei dem, was wir damals getan haben. Ja, Mündefering macht deutlich, eine Rücknahme von Hartz IV Länder ab. Also wenn er Kapitalisten kritisiert, dann nicht mit dem Ton, das mit dem Verbilligen der Arbeiter hört sich jetzt aber endlich mal auf, sondern mit dem Ton, wir haben die Arbeiter verbilligt und dem Kapital gute Bedingungen geschaffen und wir wollten das und wir werden das weiter tun. Aber dann schon gleich wäre es doch erwartbar, dass die Unternehmer ihren Teil leisten und auch Arbeitsplätze schaffen und Wachstum bringen und Steuern zahlen.